Guten Tag, Deutschland, Österreich, Schweiz, Liechtenstein, Luxemburg und herzlich willkommen bei der Mercedes-Benz Arena. Ein weiteres tonloses Internet. Oha. Wie, was? Ist das Kino? Nusi Luxe, ja. Nusi Luxe, auf jeden Fall. Peace, Freunde, was geht? Herzlich willkommen zur Premiere von Creed. Wir sind eingeladen, wir freuen uns, wir schauen den Film gemeinsam mit vielen anderen als Erster an. Deutschland zumindest. Und ja, kommt mit, viel Spaß und herzlichen Glückwunsch. Ich will Popcorn. Schauen wir gleich. Okay. Grüß dich. Hi. Also das ist auf jeden Fall, was hier jetzt passieren wird, ist Kinofilm anschauen, bisschen Drinks, bisschen irgendwelche Specials standen in der Nachricht, free Popcorn, den Film for free anschauen, das ist ziemlich cool, ich feiere sowas. Und dann ist danach so noch eine kleine Afterparty im Kino, dann war es das eigentlich auch für heute. Genau, und ich nehme euch jetzt einfach mit auf dieser Experience, ich nehme euch einfach jetzt mit auf alle Events, die wir gehen. Könnte ich niemals ernst durchziehen, sei mal ehrlich, dass ich da nicht lache. Ja, auch nicht, das ist so unangenehm. Gado! So, wie ist nochmal die Regel jetzt? Also was können wir haben? Also wir können einen Snack und ein Getränk nehmen. Okay, perfekt. Dann nehmen wir zweimal Popcorn und einmal Nachos. Die größte Variante, die es gibt. Ist alles leider klein. Und dann kann man irgendwie draufzahlen oder so? Ich brauch große. Oder wir machen eine große, dann zahle ich noch eine große und dann einmal noch Nachos. Alles gut, ich mach's. Muss immer alles rausholen. Das haben wir gelernt auf unseren letzten Touren. Hast du dich angemeldet? Wir können auch einfach alles groß machen und nur die Marken verwenden. Geht auch. Du bist schlau. Okay, haben wir so einen Becher? Was willst du da rein haben? Sabrina ist... Was willst du da rein? Ja, dann weiß ich nicht, schau mal, was aufhören. Die sind immer schon leer, bevor man im Kino ist meistens, gell? Ja, ja. Deswegen braucht man diese Größe. Groß ist immer gut. Ja, Leute, so sieht es hier auf jeden Fall aus. Ihr wisst, was da hinten ist. Der Kreis, wo alle sind. Wir haben einen DJ und wir haben Influencer. Sabine 1 bis 10. Er ist klein, er ist nicht so groß, er ist 1, ich glaube ein bisschen über 1,70. Aber er hat Geld. Auch ich mach die wieder größer. Aber klein ist schlecht. Also, was kriegt er? Was kriegt er? Konto musst du mit einbrechen und Größe. Ah, Größe ist scheiße. Weil kleine Männer machen wir eigentlich nicht. Also aber 1 bis 10? Ja, aber trotzdem 9. 1 bis 10 R. 11. Von mir, ihr kriegt eine 10. Was, von dir? Safe. Wenn das ein Daddy? Falls er nicht da ist. Wenn er hier ist. Wenn er hier ist. Dann nenne ich ihn Daddy, ja. 1 bis 10 Michael B. Jordan. Aussehen und Konto und Größe. Er ist kleiner als wir. Deutlich kleiner. Ja, er ist halt eine 9 von 10, wenn er 20 cm größer wäre, eine 10 von 10, oder? Wenn wir das mal hier auf No Homo, No Homophob Basis bewerten dürfen. Genau. Schöner Mann. Sein Gehirn. Es reicht, okay? Es ist enough. Korrektur, sein Rating geht gleich hoch. Er ist 1,83. Er ist 1,83, Leute. Er ist 1,83. Ach so. 12 von 10 auf einmal. Ja. Jungs. Weil das sind, ich brauchte nur diese paar Zentimeter, das ist alles okay. Deswegen ist er trotzdem noch kleiner als wir. Ja, Leute, ich darf auf jeden Fall jetzt nicht mehr filmen. Wir sehen uns nach dem Film auf der Aftershow-Party, wenn Randy hier ist. Eine Ewigkeit später. Applaus gibt's auf jeden Fall hier auch, Leute. Wow. Hoffe nicht zu viel versprochen. Draußen läuft schon die Party. Geil, dass ihr da seid und ihr habt es ja eben schon gehört. Hier unten geht's raus. Da geht's zur Party. Wir freuen uns auf jeden Fall, wer noch ein bisschen Bock hat, ein bisschen Zeit zu verbringen, noch ein bisschen auf Hip-Hop. Jetzt geht der spaßige Teil los, Leute. Jetzt trinke ich mir richtig einen rein. Geil, dass ihr hier seid. Aber es war das erste Mal, dass ich wirklich Handyverbot hatte im Kino, aber komplett. Ich habe nicht einmal mein Handy rausgeholt, weil ich Angst hatte, wie in der Schule damals. Ich habe kurz mein Handy rausgehabt, ich hatte so kurz einen roten Punkt auf der Stirn. Die wichtigste Frage, Sabrina. Ja. Wie war der Film? Richtig gut, kann ich empfehlen. Ich fand gut. Wie fandest du ihn? 8 von 10. Hat Spaß gemacht auf jeden Fall. Ja, aber geisteskrank. Auch relativ kurzweilig oder so, weißt du? Du hast dir nicht gedacht, boah, wann ist er vorbei? Das Einzige, was ich ein bisschen schade fand, wäre meine Lieblingsszenen bei solchen Filmen, sind eigentlich die Trainingsszenen.
Und dann kurz. Das feiere ich eigentlich am meisten. Die hat man noch so ein bisschen. Ich finde, die Kampfszenen hätte man noch ein bisschen cooler machen können. Die waren mir zu hektisch manchmal. Zu unrealistisch. Und auch Kamera manchmal zu nah dran. Ja. Und in der ersten Runde passiert auch schon zu viel. Okay, doch, 6 von 10. Okay. Und am Ende Creed stirbt. Gerade schießt. Ja. Ich schwöre, das ist der Trick. Wirklich, oder was? Ja, du musst dir vorstellen, du willst hier was kaputt machen, nicht den. Ja, der war gut. Oh. Goddamn! Maschine! Hier haben wir auf jeden Fall vor uns eine Teledisco. Kann man so rein, zu zweit, wenn man nicht zu groß ist, auch zu dritt. Ihr sucht euch einen Song aus, schmeißt 2 Euro rein und let's get the party up. Blank Space von Taylor. Man, Michael B. Jordan. Hallo, mach doch, was geht ab? Blank Space vielleicht getrennt oder drück auf Suchen. Mit Blank Space sagst du? Ja, genau. Blank. Stark. Guter Wortwitz. Okay, nicht Black Space, weil du an Michael Jordan Scheiße, denkst. Scheiße, ja, tut mir leid. Jetzt hast du SS. Meine Fresse, Alter. Shake it off. Ja, komm, bah, hat jemand 2 Euro klar? Warte, ich glaube, ich habe auch 1 Euro. Warte. 2 Euro passt. Hast du? Oha, wie so eine. Oha, das ist ja dunkel, man kann gar nicht durchschauen. Was wir alle? 2 Leute kommen jetzt hier rein. Ciao. Oui, danse. Spaß. Stell dir, es ist dunkel, stell dir vor, es wäre andere. Oh mein Gott. That's what people say. Achso, du kannst die Lichter steuern. Hey. Oha! Gerade. Oh. Ey, das ist geisteskrank, die Idee. 2 Männer in der Telefonzelle, weiß ich nicht. Maria, Maria. Die Maria, wo ist das Story? Eck den Fuß! Eck den Fuß! Ich hab gedacht, man hört draußen gar nichts. Sag mal!